Bitte? Aber links rum. Wird das was, Breitag? Ich wollte es dir bisher wirklich nicht antun, aber jetzt, wenn du mich schon fragst, ich habe vorhin auf Modstock bin ich flankiert gegangen, hatte 8 Abschüsse. Ja. So. Tut mir leid. Hoch auf unserer Rampe. Sag mal, haben die Entwickler eigentlich noch nie einen LKW gesehen oder was? Mit Anhänger? Guck mal, wie die Sattelauflieger da teilweise auf den LKWs draufsetzen. Entweder zu weit hinten oder zu weit vorne. Ja, das macht schon auch Sinn. Und wem stört's? Oh Gott, am Mittwoch 34 Grad. Ich Ja, mich stört's. schwitze jetzt schon. Hui! Ich guck mal. Wenn es mir zu warm wird, weißt du, was ich mache? Ne, was? Ich schalte die Klimaanlage ein. Nee, ich war gemein. Naja, ab Montag bin ich ja wieder vor Ort in der Firma. Da haben wir ja eine Klimaanlage. Insofern. Darfst du wieder in die Firma? Ja, ich Wo fahren darf. wir denn lang hier? Ich auch gerade fragen, wann seid Zurück, ihr da? Jungs, zurück. Das ist nicht gesund. Ich wollte richtig flankieren, aber das hier ist. Du hast keine Ja, aktivischen das Panzer. kommt davon. Bist Ruinen spielen. abgesoffen. Nee. Muss nicht enttäuschen. Ach, vor mir fährt Schnellinie. sogar ein BVM. Auf mich. Ah, Bretter, ich kann das sagen, in der letzten Runde habe ich allein den Clan zerlegt. Okay. Ein Viererteam. Dein eigenes? Nö, ein gegnerisches. Okay. Welches denn? Die Hongs? Zebok? Nee, die habe ich nicht gekannt. Okay. Stefan, was machst du? Maut zahlen. Du wolltest nicht um die Maut drücken, ich hab's so Nein, ich genau muss da gesehen. zahlen. Bis wir am Gegner dran sind, ist die Oh, hier Spielrunde schießt schon was. vorbei. Ja? Okay. Hier habe ich gerade was schießen gehört. Einer ist zwischen den Containern. Okay. Ja, hier ist er. Ah, verdammt! Er hat direkt auf mich gezielt, die Sau. Pass auf, der ist genau links von dir, Eisbär. Da komme ich mit dem Russen. Meinst du, das wird jetzt besser? Ja, mit dem T-34 kann man auch Spaß haben. Und seit wann knicken denn die Fahrzeuge eigentlich so stark ein, wenn man in die Kurve fährt? Ja, das ist aber wirklich Wahnsinn, wie die in die Knie gehen. Was hat er geschossen gerade? War das unserer? Ne, die Breda da vorne hat geschossen. Naja. Oh. Macht ihr das mit Golden Eagles? Ist kalt. Komm da nicht durch, ich fasse es nicht. Was jetzt von hinten? Auch von hinten! Alter, was machst du denn?
Vor mir! Komm mal, ich muss erst T34. Verdammte Flieger hat mir meine Blastkette genommen. Tot. Der KV-2 nimmt mich als Schutzschild. Jetzt ist er weg. Anuas wäre wieder mal cool. Ja. Das jo, reicht. Unsere BF, die will wohl wieder heimfliegen. Ist aber gemein. Da mal weg machen, sind 2, 3. Ist noch im Spawn-Schutz. Ach, verdammt. Edas, vorwärts! Auf verdammt. Beeindruckend, Stefan, beeindruckend. Beide Motoren hinüber. Ich komme auch beim Flieger. Ein Flieger bei dir, Stefan, oder was? Flak? Flak. Was? Oh. Artillerie auf A. Ja, die holt mich gleich in meinem Flugzeug hier runter. Die Artillerie? Ah. Hoch. Alter! Schade! Hab ihn! Das war spitze! Eigene Basis. Ein Fahrzeug. Bei der Flak. Ja. Ein Flieger. Da mache ich nichts. Ja, das ist eher was. Wo? Gegner spawnen.
Was ist denn weg, Kurdi, oder soll ich eine Bombe drauf? Ich mach eine Bombe drauf. Drei Feindflieger in der Luft. Oh Gott. Alles kann, klar. Ich kann nicht mehr orden. Wo ist er? Oh, ist er tot? Ne, er lebt noch. Muss mal ein bisschen an Höhe gewinnen. Ja, ist auch an dir vorbeigeflogen. Ist er tot. Da ist ein neuer drin. Fliegt direkt ins Schlachtfeld. Ja, einer ist, glaube ich, noch drin. Ja, bin ich hinten dran. Fliegt genau auf euch zu, auf den Kurdi und auf den... Ah, ich sehe. Kurdi, dreh ab, wenn du kannst. Der geht jetzt hinter dir her. Nicht schlecht, ne? Ja, der hat zu viel Speed. Wie schnell der ist, war. Ich verbrenne jetzt auch gerade meinen Motor. Kritisch. Jetzt, ja. Ich glaube, Flügel habe ich ihn weggehauen. Ja. Nee, doch nicht. Ist jetzt gleich weg. Seltsam, ne? Ich habe da wirklich gesprüht wie Flügel, ja. Sehr schön. Aber der Abschuss ist. Weiterer Feindflieger drin. Wo genau? Ich komme mit der Flak. Jacht die B18, ne, jetzt dreht er nach oben ab. Alles schön. Kriegt Flakbeschutz, Beschuss. Schutz. Beschutz. Wie schnell sind die denn hier? Schade, wollte ich mir noch nehmen. Wahnsinn. Ich meine, auch wenn ich mit den meisten Sounds momentan überhaupt nicht so einverstanden bin, aber dieses Miau, wenn die anderen hier vorbeifliegen, das ist schon cool. Ja. Ist täglich grüßt das Murmeltier, ich fahre am Strand lang. Wird man die Promenade fahren? Ja, ich auch mal ein bisschen abwärts so. Oh, diesmal sind die Russen bei uns. Das ist bestimmt die Baslauf-Armee. Fun Fact, wusstet ihr mal, dass die Wehrmacht in den USA gegen die SS gekämpft hat? Ja, bei so einem Schloss. Richtig. Mir fällt der Name noch nicht ein. Wusstet ihr, dass die Wehrmacht eine russische Armee aufgestellt hat, die aus Freiwilligen bestand, die gegen die Russen gekämpft hat? Also gegen die Rote Armee. Ja klar, auch gerade aus Lettland, Litauen die Ecke. Die Vaslov-Armee. Haben die Amis nicht so Plastikscherben auch? Ja, aufblasbare. Ja. Die Amis. Ja. Um die Normandie Version zu. Ja. Damit die Deutschen denken, die Engländer und die Amis würden bei Dover. Genau, aus Richtung Dover. Scheiße, wie weit ist denn der? Ach shit. Shit. Danke, Kurdi, der hat nämlich die ganze Zeit auf mich geballert. Gerne. Oh, eine Fari hat was. Aber ich sag gerade, dass Hitler bei den Türken die Feinde sozusagen verschont hat. Ja, damit er seinen Generalen zeigt, wer das Sagen hat. Robert Ziele. Einiges. KV kriegt er aber auch ordentlich eingeschenkt. Ja. Weil eigentlich, ich habe mal jetzt so geschaut über
Dünkirchen. Der Hitler wollte eigentlich gar keinen Zwei-Fronten-Krieg mit Großbritannien. Ja, genau. Hitler war, irgendwann kriegen wir raus, Hitler war eigentlich Antifaschist. Er wollte gar nicht. Er wollte nur Frieden. Nee. Ja, er mit den Engländern wollte er sich ja tatsächlich verbünden, aber ja. Ich meine, wie realitätsfern muss man denn sein, das als tatsächlich realistische Da fällt mir wieder das Buch, wo gesagt wird, ja Mensch, die Engländer, wie viele Bomben sollen wir denn noch auf den Kopf werfen, bis sie begreifen, dass wir ihre Freunde sind? So in der Art. Ich habe mal die Verschwörung gehört mit diesen Antarktis. Mit den Königspinguinen? Ja, ja. Nee, dass die vor dem Kriegsende in die Antarktis sind. Ja, natürlich. Genau wie die SS-Festung in den Alpen. Ja, genau. Und ich hab. Da gibt es da Logbuch, da sind über 100 groß. Aber war Hitler nicht bis 1968 Vorarbeiter bei VW in Argentinien? Ja, genau, Südamerika. Ja, das sind dann die. Und im Amazonas haben sie den Hitler geklont. Vorsicht, Predrag da aus der Straße, zu deiner Linken. Zu meiner Linken, alles klar. Hier steht der M10. Ich, ja. Wer kennt nicht, wenn so ein Hanebu kommt, wie UFO, weil ja, klar. Gestört. Wie heißt diese Filmreihe? Nazis oder so ähnlich. Iron Sky. Aber ich will mal sehen. Ich hab mir tatsächlich mal den ersten Teil versucht dieser Trash da. Boah, ja, Müll. Ja, ist halt Trash. Nazis reiten auf Dinosauriern und so ein Scheiß. Grausam. Einfach nur witzig. Ja, es ist so blöd, dass es eigentlich schon wieder fast lustig ist. Ja, echt. Ich hab mir den ersten Teil angeschaut und dann. Ab der Hälfte oder so hab ich nur noch vorgespult. Echt? Dann hast du das Beste verpasst. Ah, weiß ich nicht. Kurdi! Mach das schon. Ja! Aber. Mein Kurdi! Danke! Mein Kurdi ganz alleine! Hey! Ey! Alter! Wie lange darfst du jetzt nachladen dafür? Ja, siehst du, was er mir wert ist? Ja, anscheinend. Ja, der hat ja auch nicht mehr viel, also das konnte ich mir erlauben. Was ist denn? Jawohl. So. Möchte noch jemand reparieren? Helfen? Nö. Mach nochmal. Ich suche mir jetzt noch ihren Gegner, den ich erwischen kann. Cool, die ich mag keiner. Weil die Admiral Byrd Doku, Reise, die war schon krass eigentlich. Was für eine Doku? Danke. Ja, wo Admiral Byrd ein Freakball ist und er hat gemeint. Scheiß Bäume, ey! Mit drei Flugzeugträgern hat er dort eine Expedition hingemacht. Ist nach 22 Tagen hat er die Flucht antreten. Weil ihn dort Sachen angegriffen haben, die er sich nicht erklären hat lassen können. Was? Drei Flugzeugträgern, Südpol, da haben wir gar nichts. Ja, Flugzeugträger, was? Auch für extrem unwahrscheinlich, dass die Amis drei Flugzeugträger an den Südpol haben. Ja, ich wollte eben ins Neuschwabenland schauen. Sorry, Kurdi, das war meiner. Kannst du mal googeln, Admiral Byrd. Mache ich jetzt auf dem Pferd. Admiral Byrd oder wie heißt er? BYRD. Oh, hier ist schon rot. Und sein Zitat. Ach, Byrd. Fluch zum Nordpol. Antarktis.
Ja, die Antarktis-Expedition 87. Urlaubsfortschritt. Voll. Für mich nicht. Ja. Ein Manöver der US Navy, 4000 Mann, 13 Kriegs- und Zivilschiffe. Forschung der Antarktis, jede Vorzeit im Unterfall ist mehrere mitgeführter Flugzeuge abgebrochen. Wer steht hier nicht? Ja, vielleicht siehst du auch, was er gesagt hat dazu. Also zumindest steht da nichts auf Wikipedia. Oh, eine Schlachttrophäe, jetzt bin ich aber gespannt. Moment. Na siehst du, endlich wieder ein Einsatzbefehl. Stuck sind ja eigentlich eher Verteidigungsfahrzeuge. Ja. Halt, ne? Weißt was? So locker flockig einholst. Die geht halt Tarnung so geil. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann sie eingeführt haben. Nee, ich auch nicht. Ich fühle es bloß irgendwann mal auf. Ich habe die mal gesehen bei Panzern und dann habe ich da mal reingeguckt und dann alles klar. Challenge Rezepte, sag ich mal, ne? Alle Tarnung freischalten. Das sieht auch gut aus. B flankieren dann, nehme ich an, ne? Ja. Da sind schon einige. Ah, aus Hitler, Vorsicht. Fährt auf das Sonder-Kfz. Rums. Plus Ladeschütze. Stahler. Oh, das sind T-55. Na, so meine ich. Weiter in Deck, ne? So dass ich besser auf die schießen kann. Ein Stück weiter nach rechts. Ja. In den Schatten. Boom! Sauber. Eine Abschusshilfe. Ach, war das der mit dem Commander von dort oder was? Mhm. Oh, jetzt schießen sie hier rüber. Leider noch keine. Oh, ich höre was? Oh ja. Alter, what the fuck? Zeug hat mich in Brand geschossen. 30 Sekunden. Ich muss doch mal hier den. Ja, ja. Ja, gut.
Alter, hast du auch gesehen? Naja. Das ist natürlich ärgerlich, weil da oben. Ich hatte eine Zoom. Oh, da kommen sie wieder. Da unten. Danke. Ja. Mit einer Flagge am besten auch. Guck mal Richtung Flagge, guck du davor, oder? Dann machen wir das. Ja, ich gucke Richtung Flagge. Okay, gut. Davor. AV1. Dann habe ich gerade versucht zu rangefinden. Ich weiß nicht, wie weit er weg ist. Ja. Ui. Nee, der ist hochgegangen. Ja. Das ist auf deine rechte Seite auch. Wenn die von da aus kommen, dann. Okay. Da aus kommen, dann können die locker hier in die Seite schießen. Ja. Nein! So. Da ist noch einer rumgefahren. Und jetzt hier. Kommt schon. Lad nach, lad nach. Ja, genau den. Voll, C wird genommen. What the hell? Zu kurz. Wo ging das hin? Viel zu kurz war es. Ging dahin. Wir nehmen B. Wir sollen noch Leute C wieder nehmen, damit das einigermaßen ausgeführt wird. Toll. Schön. Und jetzt nimmt unser Team mal Fahrt auf hier. Bleiben oder sollen wir einen Blick auf A riskieren? Ah, tust du schon. Können wir machen. Würden gerne mal zur A fahren. Ach klar, warum auch nicht? George! Nein, nur die Gleiskette. Bei dem? Nee, dahinter, oder? Ah. Da. Dahinter war auch noch einer. Ja. Ja, so.
Ein Einiger. Verdammt! Und irgendwo muss auch einer sein. Oh ne, da. Hier ist er rumgefahren. Boah, wie der T-34 vorstürmt. Leider kein Sichtkontakt. Ich glaube, der steht dahinter noch. Ich fahr weiter. Kommst du mit? Oh, ja, ja, klar, sicher. Das sind ja nicht mehr viele. Im Gegner-Team. Ja. Bei Annehmen mache ich auch gut Modifikation für den. Für die dänische Stufe. Ja, klar. Alter, potent. Halifax. Der Brummbär. Ich habe auch nicht getroffen, wieso auch immer. Spawnschutz oder was? Das ist ein Wrack. Das da. Okay. Kein Wunder. Von rechts. Weiter rechts, Flak. Hat aufgegeben. Ja. Yeah. Ohne Linster. Den nicht. Na, ja, das ist hier drinnen. Oh, ist noch zu weit. Irgendwo hier. Track. Aber war das, galt das noch? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Das war eine geile Runde. Ja. Ich bin zwar nur 12. aber egal. Übrigens nicht letzter. Alter, du hast 6 Kills. Mhm, das stimmt.